Ja, und da sind wir auch schon wieder. Hallo liebe Wiesengaudi TV-Fans. Wir sind live heute am Samstag für euch bei dir, liebe Sarah. Servus, grüß dich. Ja, schön, dass ihr wieder zu Gast seid. Ich freue mich. Wir uns auch. Und na, 1, 2, 3, Xuffa, heute mal nicht im Festzelt, sondern wir haben uns gedacht, wir klinken uns mal ganz kurz aus bei der lieben Sarah, weil wir haben eine Überraschung für euch. Und zwar, du weißt es ja schon, du wurdest ja mehr oder weniger auch damit überrascht. Aber wisst ihr, irgendwie werde ich ständig verlassen. Also das, du hast es jetzt mitbekommen die letzten Jahre. Ich bleib dir treu. Ja, genau. Sarah bleibt mir treu, zum Glück. Und natürlich auch die Anna hinter der Kamera. Hallo Anna, genau, wink mal. Ja, wir haben nämlich wieder ein neues Gesicht bei Wiesengaudi TV. Und zwar eine weibliche Juhu-Unterstützung für mich. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Und bevor jetzt Sabrina kommt, das ist nämlich unser neues Gesicht. Wir stellen sie euch exklusiv heute vor. Und du kleidest sie auch ein bisschen ein, Sarah. Hast du ja versprochen. Genau, Sabrina, soweit ich weiß, hatte noch kein Dirndl, ist praktisch Dirndl-Jungfrau. Und es macht mir natürlich besonders viel Spaß, da zu helfen und einfach ein paar Tipps zu geben, damit sie dann auch perfekt gestylt auf die Wiesen gehen kann. Wir können es ja verraten, Sabrina kommt eigentlich aus Berlin. Ja? Also wir haben ein bisschen weiter Akquise jetzt betrieben, um alle hier nach Bayern zu holen zum Oktoberfest. Und wo könnte man sie besser eben einkleiden, in einen Dirndl stecken, entjungfern? Habe ich das richtig gehört? Entjungfern? Ja, Dirndl entjungferung. Ja, finde ich gut. Hashtag Dirndl entjungferung. aber ich würde sagen, wenn wir schon bei der Dirndl entjungferung sind, Sabrina, da ist sie! Welcome! Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Willkommen in München. Sabrina, Dankeschön. Gute Anreise gehabt? Ja, ja, ging ganz schnell, ganz unkompliziert im ICE. Nicht mit Air Berlin, das habe ich lieber mal gelassen. Genau. Und ja. Wir starten mich jetzt auch. Genau, genau. Wir sind ja auch schon live auf Facebook. Also du bist quasi jetzt auch schon vorgestellt worden von uns. Ja, wir haben ein bisschen auf dich gewartet, ein bisschen Prosecco hier getrunken, wie man das natürlich so macht. So wie es gehört vor allem, mit dazu. Ja. Geht auch so. Prosecco, Bier, Champagner. Genau. Das sind die wichtigsten Getränke. Das haben wir gelernt. Das, man kann ja auch alles kombinieren mittlerweile. Ist zwar am nächsten Tag ja, nicht so gut, aber... Ja. Ich empfehle es nicht, aber man muss es einmal probieren. Sabrina wird auf alle Fälle noch ein bisschen eingeweiht aus Berlin. Das ist ja jetzt gar nicht so ums Eck. Aber jetzt bist du erstmal in München ein paar Tage und unterstützt uns. Ganz genau. So sieht's aus. Aber ich brauche natürlich, also ich sehe jetzt nicht so oktoberfesttauglich aus, wiesentauglich. Aber da kannst du mir sicher helfen. Genau. Also so ganz ist das noch nicht wiesentauglich. Aber Sarah ist auf alle Fälle die beste Adresse. Und Dirndl-Liebe, die zeigen wir jetzt einfach mal, in welches Dirndl du schlüpfen darfst. Okay. Und dann nehmen wir dich mit auf die Wiesen gleich. Und ihr seid alle mit dabei. Also, komm, ich bin gleich einfach mal. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal direkt nach einem Dirndl. Genau, leg noch mal die Sonnenbrille ab, die Tasche ab. Super. Und dann schauen wir jetzt nach einem schönen Dirndl für dich. Was sind denn so Trends? Also was sollte ich denn jetzt so 2017, wie komme ich denn jetzt am allerbesten an auf der Wiesn? Also am allerwichtigsten ist eine hochgeschlossene Bluse, ob die jetzt aus Spitze ist oder ob die aus einer klassischen Baumwolle ist. Hochgeschlossen ist dieses Jahr das A und O. Eine Brosche darf nicht fehlen, aber das schauen wir uns dann einfach auch an, wie wir das bei dir kombinieren und wie wir stylen. Okay. Ich merke auch schon, ich habe ein bisschen Durst gerade bekommen. Ne? Ich gehe noch mal kurz hinter und schenke ein bisschen was nach. Sabrina macht das so gut. Ich übernehme jetzt mal. Sie übernimmt das einfach. Ne? So, also, viel Spaß. Bis gleich. Das machen wir schon. Okay, wir können ja auch mal so, ich kenne mich gar nicht aus. Also wir können ja auch mal über so Sachen reden wie, welche Länge darf man zum Beispiel nicht haben. Ne? Also was ist vielleicht zu kurz oder gibt es zu lang? Zu lang gibt es wahrscheinlich nicht. Zu lang gibt es nicht, aber zu kurz gibt es definitiv. Das sehen wir in München nicht so gerne. Wichtig ist, dass es knieumspielend ist oder sogar auch etwas länger. Mhm. Also lieber länger als zu kurz. Das ist das A und O. Und ich habe mal gehört, ich kenne mich aber wie gesagt nicht aus, man soll immer so ein bis zwei Nummern kleiner nehmen. Stimmt das? Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt auf der Wiesn nur stehen willst oder ob du auch wirklich richtig feiern willst. Ich würde empfehlen, einfach ein Dirndl zu wählen, was auch wirklich sitzt und passt und nicht unbedingt nach der Kleidergröße zu schauen, weil es ist wichtig, dass du dich bewegen kannst. Das ist das A und O und eben nicht, egal welche Größe jetzt drin steht. Also atmen, atmen wäre ganz, ganz toll. Atmen, essen, tanzen, das muss alles gehen. Sonst, okay. Sonst wird es nichts auf dem. Okay. Ja, schauen wir denn mal von den Farben. Bei mir ist natürlich sehr kreativ, sehr wild von den Kombinationen. Gibt es denn eins, das dich schon mal so besonders anlacht, wenn du da denn schon drüber schaust? Ja. Ich muss mal gucken. Mhm. Wollen wir
wir auch die Kamera richtig mitnehmen. Also erstmal ja sehr viele schöne Farben schon mal. Das finde ich schon mal sehr schön. Mhm. Ja, grün. Mhm. Vielleicht auch, ich habe ja blaue Augen, also vielleicht blau. Fände ich auch nicht so schlecht. Ja. Ja, vielleicht probieren wir mal das hier mit den Rosen, das fände ich sehr schön, und vielleicht das Blaue. Mhm. Dann nehmen wir doch die zwei gleich mal raus. Ja. Hängen die. Verbindung weg. Oh. Ja, ich würde mal sagen, wenn jemand da ist, dann einfach mal dazu schreiben, euren Kommentar, welches dir am besten passt. Aber die sind doch wirklich schon mal sehr schön. Ich denke mal, ja, das ist schon mal was anderes, oder? Was kennt man jetzt so noch nicht in Berlin? Also das ist ja auch so ein hochgeschlosseneres, wie du jetzt auch anhast. Ja, das genau. Ist wahrscheinlich Trend, oder? Genau. Also hochgeschlossen ist jetzt aktuell der Trend und eben auch die Schulterklappen. Ist bei mir so der Hingucker, ist jetzt sehr gut angekommen. Ich hatte das letztes Jahr das allererste Mal und dadurch, dass die Nachfrage so groß war und eben speziell auch die Leute extra wegen den Schultergeklappen gekommen sind, dieses Jahr wieder und auch nochmal in einem extravaganteren Form. Mhm. Ja, gibt es denn schon einen Favoriten? Was sagst du denn? Also mein Favorit ist tatsächlich diese hier, weil es ist schon sehr besonders, oder? Dann was sagt der Profi dazu? Also ich will auf jeden Fall beide sehen, das ist ganz klar. Aber wir können sehr gerne mit dieser Variante anfangen, um einfach jetzt schon mal einen Eindruck zu bekommen. Na dann, ab in die Umkleide. Ab in die Umkleide. Los geht's. Genau, sind ein bisschen wie bei Mareike Amado, ne? Absolut. Was singst du dann danach zum Song? Ja, den Bayerischen, aber den muss ich ja noch lernen. Ich bin noch Neuling. Ja gut, bleiben wir mal bei Atemlos. Atemlos kriegst du hin. Atemlos geht immer. Atemlos geht immer, sagt Sarah. Das ist das, was am meisten geht. Aber ist es jetzt ein bisschen nervös, jetzt in die Jacke zu schlüpfen? Sag mal ganz ehrlich. Ja, ich habe ja nicht so große Brüste, deswegen weiß ich nicht so genau, ob das gut aussehen wird. Aber gestern war der Tom noch mit Playmates unterwegs und jetzt stehe ich hier. Aber Dirndl soll ja angeblich allen stehen, deswegen bin ich guter Dinge. Gibt es denn Tricks, das ist vielleicht eine ganz gute Frage, wenn der Balkon jetzt mal nicht so groß ist, Sarah. Kann man da vielleicht ein bisschen unterstützen? Kann man schummeln? Ich meine, Mädels wissen das bestimmt, aber vielleicht kann man beim Dirndl noch ein bisschen mehr schummeln. Also interessiert uns natürlich als Herren ganz besonders. Es gibt natürlich Tricks, die verraten wir aber nicht. Das bleibt alles bei uns Mädels. Ich werde dir da auch gleich mal ein bisschen was zeigen. Das machen wir schon, brauchst du überhaupt keine Sorgen machen. Aber also das sind einfach Geschäftsgeheimnisse. Nicht mit in die Umkleide. Genau. Wir dürfen nicht mit in die Umkleide. Dann, also ab in die Umkleide, wir machen einen kurzen Break und sind dann gleich wieder da. Okay. Ihr alle bleibt am besten dran. Und na Sabrina, du ziehst dich jetzt mal um. Viel Spaß.